ein schöner Bonusbereich. Ist ja kein Bonuslevel, das ist ja eher so ein. Oder Edelsteinbereich. The Path of the Gem. Hört sich irgendwie auch ein bisschen episch an. Glaubst du, du wirst den Pfad des Edelsteins überstehen? Nee, ich kann nicht schwimmen. Vor mir jetzt bin ich unter Wasser. Kurz gewesen und dann das überlebt er. Ich meine, da bin ich froh drum, aber. Ei, okay, das war knapp. Warum runter mit der Scheiße? So. 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 Hui, hui, hui. Okay, das lief ja eigentlich. Hey, ganz dufte. Bisher. Bitte. Low Edelstein, erwarte mich da hinten. Ja, aber da ist er auch. Okay, ich will das Level jetzt eigentlich noch nicht beenden, weil ich eher die Kisten holen möchte. So, wenn ich mich töte, behalte ich den Edelstein. Ich hoffe es. Bitte, 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 bitte. Ja! Gut, gut. Weil da waren nur Nitro-Kisten. Und die brauchte ich nicht. Also, die kann ich, denke ich, immer noch später zerstören. Okay. Nein! Schnell wieder auf das rettende Metall. Okay. So. So. Okay. Hui, 4 Kisten. Ah, da ist auch ein ganzer Arsch voll, hier, Nitro-Mist. Deswegen sehe ich noch eine Wahrscheinlichkeit, dass ich das vielleicht sogar schaffen könnte. Fuck, das wird knapp. Oh ne, doch nicht. Hä. Okay. Gut, gut, gut. Ich mache jetzt dich erstmal platt. So. Das war sehr, sehr unklug von mir. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Aber zum Glück war der Checkpoint. Ja, okay. Ja, es hat ja super geklappt. Nimm die Kiste mit. Oh, scheiße. Oh! Meine Fresse. Was ich mir hier auch immer selbst für einen Stress mache. Oh! Du bist doch ein Doppelsprung, du Wichser. Boah, ich bin so froh, wenn ich dich nach dem Spiel erstmal nicht mehr sehen muss. Wobei, vielleicht schon. Ich habe mir auch überlegt, falls irgendein Interesse besteht, weiß ich nicht, halt die anderen Teile von PlayStation 1. Das sind dann halt keine richtigen Crash-Teile mehr. Sondern Crash Team Racing und Crash Bash. Zocken, also zu Let's Play. Ist halt dann aber nicht so wirklich so ein durchgehender Spielablauf, weil Crash Team Racing ist halt so wie Mario Kart, kann man sagen. Wie ein umfangreiches Mario Kart, weil es einen richtigen Abenteuermodus gibt. Und da könnt ihr auch noch 100% Challenge eventuell machen, weil man da auch immer halt Relikte sammeln kann und ja, und so eine Art Edelsteine, kann man sagen. Kann man so Edelsteine sammeln. Ah ne, kann man nicht. Fuck! Nein! Scheiße! Ich bin noch so kurz vorm Ziel gewesen. Ich soll mal weniger labern, ey. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt, genau das gleiche auch bei Crash Bash. Dann sagt mir Bescheid. Wenn da genug zusammenkommen, dann werde ich das auch machen. Oder auch wenn ihr dagegen seid, schreibt es dann bitte. Aber das wird dann erst in weiter Ferne kommen. Wieso kriege ich das denn hier nicht hin? Weil erstmal kommt ja jetzt hier lustiges Final Fantasy und so. Und andere Sachen. Okay. Oh fuck. Sehr gut. Ey, wieso tue ich mich denn jetzt hier so schwer? Ich war so kurz vorm Ziel und lauf in so eine gottverdammte, scheiß verkackte Nitro-Kiste rein. Mann, ey. Boah, ich krieg Krampf in den Zehen, weil ich mich so aufrege. Also Zehen, nicht Zähne, ne? Also hier, Füße. Also. Okay. Boah, ich habe gerade einen Knopf gedrückt, der mir eine tolle Fähigkeit aktiviert, die ich jetzt leider noch nicht habe. Ich will aber noch nicht spoilern. Für diejenigen, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen sollten, meine ich natürlich. Oh, fuck. Fuck.
Ich hab schon wieder Halsschmerzen. Crazy, du hast mich schon so oft krank gemacht. Also zumindest nicht krank, aber du hast so oft meine Stimmbänder gereizt. Die sind wahrscheinlich schon gerissen wegen dir. Okay, da könnte ich wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen, aber ist ja jetzt nicht von Belang. Okay, fick dich, du Kackmumie, ey. Mit deinem stacheligen Sarg. Da kann man natürlich einfach draufspringen, aber das ist mir dann irgendwie, weiß nicht. Ich spring nicht gerne auf Leute drauf. Ich dreh die lieber weg oder grätsch sie weg. Ah, Mann. Okay, komm, ey, das kriegen wir doch jetzt hin. Bitte. Ja, ich warte sogar extra. Und ich werde nicht in diese Kack-Nitro-Kiste reinlaufen. Okay. Jawohl, komm. Und? Ja! Ich habe gerade kurz Panik gehabt, weil da das Ding sich nicht in Edelstein umwandeln wollte. Oh mein Gott. Aber es ist alles noch gut gelaufen und das ist doch wunderbar. Oh, ist das schön. Und da haben wir jetzt erstmal alle drei Sachen geholt und oh, ist das schön. Jetzt können wir theoretisch bei Sphinxinata auch den anderen Edelstein holen. Ich glaube, das mache ich auch eben. Weil du, ob ich ihn jetzt hole oder später, ist ja egal. Oder? Gut. Einfach auch Spaß mal und Zeit. Keine Ahnung. Okay, das ist eigentlich doof, weil bei Zeit gibt es keine Checkpoints. Naja. Okay. Weg. Nein. Okay. Und zack. Ah, fuck you. Ah, meine Nase ist platt, die hängt fest. Aua. Ah, die ist wieder frei. Okay, da darf ich nicht zu schnell sein. Aber ich mache das jetzt eigentlich ganz gediegen. So. Also wenn ich das jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen jetzt direkt auf Gold schaffen sollte, was wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit von circa 0,5% hat, das wäre natürlich toll. Aber das ist jetzt auch gerade noch nicht mein Ziel, jetzt hier gut zu sein. Zeitig gut zu sein. Jetzt will ich ja erstmal nur einen Edelstein haben. Oh, das war es mit der ganzen Nitro-Scheiße, glaube ich. Oder. Wie weiß ich hier ganz viel Öl. Ich kann sich lustig durch die Gegend manövrieren. Fuck you. Nein! Oh, boah, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Das war so gottverdammt knapp. Ich habe mir gerade so dermaßen viel in die Hosen gemacht. 3 Fuß ohne Knochen. Ja. Boah, ich habe gerade so einen dermaßen dicken Adrenalinschub gekriegt. Öffne dich bitte. Okay. Nein. Oh nein. Das war von der Zeit auch ziemlich gut. Warum sammle ich jetzt schon wieder die Zeit ein? Oh, was mache ich denn da für einen Kack, ey? Ich könnte mich doch schon selbst köpfen, ey. Ja, komm, ey, fick dich, ey. Oh, scheiße. Springe ich in diesen letzten gottverdammten Abgrund, ey. Ich habe den Edelstein doch schon gerochen. Ich habe ihn nicht nur gesehen, ich habe ihn gerochen. Und dann... Oh, fuck, ey. Fick dich, ey. Das kann ich mal. Was mache ich hier jetzt? Suizidgefährdet, ja. Und meine Stimme ist wieder ein bisschen gefickt. Ich weiß nicht, wie sie kommt. Vielleicht durch meinen verzweifelten Schrei von gerade. Ja, auf die 2 Sekunden kacke ich jetzt. Ja, komm, mach Platz da hier. Ist mir gerade alles ziemlich wumpe. Das ist doch fies, ey. Wie kann ich denn am letzten Abgrund kaputt gehen?
Obwohl die Zelt, die sah auch noch dazu auch noch ziemlich gut aus. Und dann kacke ich ab an so einem gottverdammten Kackabgrund, nur weil da alles glatt ist und das ist doch nicht wahr. Ja, komm, gib Gas hier, es ist doch. Ist alles halb so wild. So. Zack, 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 zack. Es wäre doch einfach zu gut gelaufen. Das ist nicht Zugzug, der da gespielt hätte, wenn ich das auf Anhieb geschafft hätte.